Hallo, ich bin jetzt am Flughafen, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen könnt, auf dem Weg nach London. Es ist geplant, eine kleine literarische Tour zu machen, auch mit Buchhandlungsbesuchen und mit mir, meine ich übrigens eine Freundin und ich. Hallo! Gelandet! Na, an welchen Bären denken wir jetzt? Ratet, um wen es sich handelt? Sherlock Holmes. Wir sind jetzt hier in der 221 Baker Street, da wo Sherlock Holmes damals seine Fälle löste. Wir betreten jetzt das Sherlock Holmes Museum. Das hier ist der Eingang. Oh yeah, what about the kitchen? Wir sind jetzt im Arbeitszimmer von Sherlock Holmes. Es ist sehr gemütlich. Feuer, das hier brennt. Man kann sich richtig vorstellen, wie Sherlock und Watson gemeinsam hier sitzen. Sherlock, stark beschäftigt. Erste Buchhandlung, Daunt Books. Wir sind jetzt in der Buchhandlung drinne und diese Wand ist ja mal ganz besonders hübsch. Wie schön ist das denn, Leute? Wir sind jetzt aus Daunt Books raus. War eine sehr, sehr, sehr schöne Buchhandlung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dort und natürlich nicht mit leeren Händen. Da ist der Beweis. Was es ist, zeige ich euch später. Auch Kitty hat etwas gefunden. Eine sehr schöne Buchhandlung, oder? Ja, sehr schön. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, wenn ihr in London seid. Bei Daunt Books habe ich mich an meinen Vorsatz gehalten und ein Buch mitgenommen. Und zwar The Long Room von Francesca Kay. Ein Titel, der schon einige Zeit auf meinem Wunschzettel stand. Wir sind jetzt hier im Cavendish Square. Und zwar nimmt Stevenson in seinem Buch Dr. Jekyll und Mr. Hyde Bezug darauf. Dr. Lanyon wohnt hier in der Gegend und für diejenigen, die das Buch gelesen haben, Dr. Jekyll bittet in seinem Brief seinen Freund Dr. Lanyon, bestimmte Sachen hierher in seine Wohnung zu bringen. Und so sieht das ungefähr aus. Hier Agatha Christie. Heute ist der zweite Tag in London. Wir haben uns gerade auf den Weg gemacht, gefrühstückt erstmal. Unsere erste Station heute ist das Charles Dickens Museum. Bus. Und danach haben wir noch einiges vor, natürlich auch Buchhandlungen besuchen. Wir werden auch ich verrate vielleicht lieber nicht so viel. Erste Station ist Charles Dickens Museum. Das hier ist die Doughty Street, die Straße, wo sich das Museum von Charles Dickens befindet, sprich das Haus, in dem er lebte. Wir sind jetzt am Museum und gehen mal rein. Ich hoffe, ich kann drinnen filmen. Mal schauen. So sieht das Haus aus.
hier ist der erste Raum, Dining Room. Und hier ein Porträt von Charles Dickens in jungen Jahren. Er ist in dieses Haus eingezogen, als er 25 Jahre alt war. Das ist das 15. Raum von Charles Dickens, im ersten Stock, das größte, der größte Raum in diesem Haus. Und Charles Dickens für seine Familie und seine Freunde also eine Aufführung und auch Theaterstücke zum Besten haben. Insgesamt nannte er es auch sehr gerne das kleinste Theater der Welt. Wir sind jetzt im Arbeitszimmer und hier an diesem Tisch hat Charles Dickens Oliver Twist geschrieben, genauso wie The Pickwick Papers. So sieht das alles aus. Strikten Routine, immer zwischen Frühstück und Mittagessen saß er hier und hat sich von nichts und niemandem stören lassen, um seiner Arbeit nachzugehen. Das hier sind Originalmanuskripte von Oliver Twist und Nicholas Nickleby. Das Bedienstetenzimmer im obersten Stock, sozusagen im Dachgeschoss. Wunderschön aufgemacht. Ich glaube nicht, dass es früher ganz genau so aussah. Wir sind jetzt raus aus dem Charles Dickens Museum. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich finde es faszinierend, wenn ich weiß, dass ich genau in dem Haus, wo Charles Dickens lebte und arbeitete, die gleichen Stufen entlang gelaufen bin, auch möglicherweise dem gleichen Sessel saß, finde ich wunderschön. Und jetzt machen wir uns auf Richtung Okay, wir versuchen es nochmal. Wir machen uns jetzt eine Buchhandlung, die hier nicht ganz so weit entfernt ist. Bis gleich! Da sind wir, Persephone Books. Hier, so sieht es im Buchladen aus. Die haben ganz besondere Aufmachungen der Bücher. Die sind alle in Grau-Silber gehalten. Man sieht hier auch, das Vorsatzpapier ist immer unterschiedlich und wunderschön. Und es gibt zu jedem Buch, auch passend zum Vorsatzpapier, kostenlos ein Lesezeichen dazu. Es gibt auch solche Ausgaben, auch wunderschön, wie ich finde. Dieses Buch habe ich bei Persephone Books mitgenommen. So sieht das Vorsatzpapier aus. Wir sind jetzt hier im Garden Square of Bloomsbury. Das war damals in den 20er, 30er Jahren der Treffpunkt von vielen großen Schriftstellern, Künstlern und Intellektuellen, darunter Virginia Woolf. Hier haben sie sich getroffen und in diesem Viertel lebten neben Virginia Woolf auch beispielsweise Mary Shelley, die Schriftstellerin von Frankenstein. Und so sieht das hier aus. Wir waren eben im London Review Bookshop, sind da ganz kurz reingegangen, haben uns umgeschaut und jetzt geht's weiter. Ich stehe jetzt hier vom Raritätenladen von Charles Dickens. Angeblich soll dieser Laden ihn damals inspiriert haben, der Raritätenladen zu schreiben. Manche sagen aber, dass dieser Laden überhaupt nichts damit zu tun hat und dass der ehemalige Inhaber die Situation ausgenutzt hat, um seine Geschäfte voranzutreiben, indem er behauptet hat, dass Charles Dickens sich von seinem Laden hat inspirieren lassen. Man weiß es nicht, aber es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Und da es mein Lieblingsbuch war im Jahre 2016, ich kann es euch wirklich empfehlen, an dieser Stelle auch nochmal, freut es mich natürlich direkt hier zu stehen. Mittlerweile ist es allerdings kein Raritätenladen mehr, sondern ein Schuhgeschäft. Wir sind jetzt auf der
Charing Cross Road, eine Straße mit ganz, ganz vielen Buchhandlungen. Und viele werden sich bestimmt auch erinnern an das Buch von Helen Hunt, 84 Charing Cross Road. Ein Roman mit die Briefe, die Helen Hunt veröffentlichte, die sie sich mit dem Antiquar in der 84 Charing Cross Road schrieb. Leider ist in der 84 Charing Cross Road kein Antiquar mehr. Auch gleich angepeilt hatten auf der Charing Cross Road, Foyles. In Foyles haben wir nicht gefilmt, es ist eine riesige Buchhandlung, sehr, sehr schön, aber ich war doch ein bisschen überfordert mit der ganzen Auswahl. Riesengroß, über 6 Stockwerke und 4 Stockwerke nur Bücher, richtig? Richtig. Eine riesige Auswahl, natürlich habe ich was gefunden, keine Frage. In Foyles konnte ich mich dann nicht mehr ganz beherrschen. Dort habe ich mitgenommen We Have Always Lived in a Castle von Shirley Jackson, ein Titel, der schon sehr lange Zeit auf meinem Wunschzettel steht. Und auch mitgenommen The Magic Toy Shop von Angela Carter. Diese Schriftstellerin steht schon eine gefühlte Ewigkeit auf meinem Wunschzettel. Und wen wundert es, dass ich bei diesem Trip auch noch ein Buch von Charles Dickens mitgenommen habe? Dadurch, dass ich ein bisschen überfordert war, habe ich gedacht, ich hole die Kamera da drin nicht raus. Und es waren auch sehr, sehr viele Leute dort unterwegs. Danach sind wir einmal um die Ecke gebogen, mehr oder minder, zu The Pillars of Hercules. Das ist ein Pub, in dem momentan leider gerade renoviert wird. Und auch außen kann man überhaupt nichts erkennen. Deswegen habe ich auch vor der Tür nichts gefilmt, zumal es dort auch sehr laut ist deswegen. Dieses Pub ist auf jeden Fall ein Ort, wo Charles Dickens sehr, sehr gerne gegessen und getrunken hat. Er hat in seinem Buch Tale of Two Cities diesen Pub auch erwähnt. Und es heißt auch, dass Schriftsteller wie Julian Barnes und Ian McEwan dort gerne essen gehen. Leider haben wir jetzt heute nicht die Möglichkeit und leider kann ich es euch nicht zeigen, denn man erkennt wirklich gar nichts. Aber wir finden was anderes Nettes. Von dem Fitzroy Tavern. Das war in den 30er und 40er Jahren ein auch sehr beliebtes Pub, vor allem bei George Orwell. Und drin sind wohl auch Spuren zu entdecken. Mal gucken, ob wir es sehen. Nein. Wir sitzen jetzt im Fitzroy Tavern. Es ist wunderschön. Gefällt uns gut. Wir haben auch Hunger, deswegen haben wir gleich mal Fish and Chips bestellt. Beide. Wir sitzen immer noch im Fitzroy Tavern, haben gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, wie es hier aussieht. Sehr gemütlich, auch mit einem Kamin. Kamin ist mittlerweile fast aus, aber es gibt hier in jedem Raum, glaube ich zumindest, einen Kamin und das macht es wirklich sehr, sehr gemütlich. Eine Dylan Thomas Library gibt es hier und wir haben auch George Orwell entdeckt. Übrigens, ich konnte natürlich nicht alle Schriftsteller und berühmten Persönlichkeiten filmen, die hier an den Wänden hängen, aber alle, die an den Wänden hängen, falls ihr mal hierher kommt, waren hier zu Besuch im Fitzroy Tavern. Dritter Tag in London. Wir haben es ein bisschen eilig, weil wir heute wieder zurückfliegen werden, aber wir haben es noch geschafft, schnell zum Shakespeare's Globe. Ein Theater, das vor 20 Jahren nach Vorlage der alten Shakespeare-Theater angefangen wurde zu bauen. Die Recherchen haben wohl unheimlich lange gedauert, weil man nicht genau nachvollziehen konnte, wie die Theater zu Shakespeare's Zeiten aussahen. Das Theater, nach dem sich dieses hier richtet, ist nämlich abgebrannt ein paar Jahre. Ich glaube sogar noch, als Shakespeare lebte und die ganzen anderen Theater zu Shakespeares Zeiten existieren auch nicht mehr. Und so musste man schauen, dass man möglichst genaue Informationen zusammenbekommt, um es möglichst detailgetreu wieder nachzubauen. Allerdings hat uns die Führung auch gesagt, dass manches lieber nicht originalgetreu gemacht wird, sondern so wie der Zuschauer, der heutige, der moderne Mensch, es erwartet. An sich kann ich die Tour, falls ihr mal hier seid in London, wirklich empfehlen. Es war sehr, sehr interessant.
interessant. Es war auch schön zu sehen, wie die Theater damals aufgebaut waren, denn in der Mitte oben ist es frei. Also es war schon eher eine Art Freilufttheater und dann mit verschiedenen Bereichen auch insgesamt dreistöckig, wenn man das so sagen kann. Aber unten direkt vor der Bühne waren auch Stehplätze. Any questions so far? Und das haben sie hier auch gemacht. Sie haben auch hier Stehplätze für 5 Pfund pro Vorstellung, hat er gesagt. Und natürlich auch Sitzplätze. Also wirklich alles möglichst originalgetreu nachgebaut und aufgebaut. Und sehr, sehr interessant. Und es war es für uns dann auch heute und auch in London. Wir müssen gleich zum Flughafen. Unser Kurzurlaub ist hier beendet. Ich hoffe, die kleine literarische Reise durch London hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss. Dear passenger, thank you very much that you decided to take your Frankfurt Airport. Next Skyline takes you to Terminal 1.